kleine, feine Ausstellung hier. Und zwar eine, wo ich sagen muss, die Auswahl ist so geschickt gemacht, für einen Sammler wäre das eigentlich eine große Versuchung, alles zu kaufen. Habe ich nichts gegen. Die Auswahl ist sehr gut, weil sie wesentliche Stationen von Thomas abreißt, sozusagen. Also links angefangen mit der DDR, nicht zeitlich geordnet. Dann hier Ali, hinten die ganz bedeutenden Fotos deiner Amerika-Reise, deiner berühmten Serie, zu Recht berühmten Serie, die mir zum Besten gehört, was ein deutscher Fotograf in Amerika jemals gemacht hat. Und natürlich das Bild, das Schlachtenbild des Jahrhunderts, auf das ich gleich noch zurückkommen möchte. Thomas, du hast ein langes Fotografenleben, nicht nur ein langes Leben, sondern auch ein langes Fotografenleben hinter dir. In dem Buch Wanderlust, was da ausliegt, kann man das erste Bild finden, 1954 fotografiert. Es ist noch ein Foto, das in jeder Ausstellung gehört, über die subjektive Fotografie. Sehe ich das richtig? Ja, das war so. Da gab es noch keine subjektive Fotografie. Ja, was aber da reingehört. Ja. Also das ist gewissermaßen schon der Vorgriff auf die spätere bildgewaltige Gestaltung, die in allen deinen Bildern sehr vordergründig ist. Ich finde, du bist nicht nur ein Journalist gewesen, das bist du natürlich gewesen, sondern du bist auch ein Bildgestalter. Ein richtiger Fotograf, der also weiß, wie man eine Situation in einen Rahmen bringt, sodass anschließend ein tolles Bild entstanden ist, das sich mitteilt. Wir haben jetzt schon die beiden Bilder erwähnt hier, oder beiden Bildfolgen, einmal 9/11 und einmal Ali. Beide sind inzwischen zu Ikonen der Fotografie geworden. Beide haben diesen Platz auch in Büchern, die sich mit Ikonen der Fotografie beschäftigen, zum Beispiel das sehr gute Buch Icons, was im Taschenverlag mal erschienen war. Da ist dieses Bild natürlich völlig zu Recht drin. Und in dem ebenfalls hervorragenden Buch Magnum Sheets, in dem also die Contact Sheets von Magnum, in dem etwas sehr Besonderes mal probiert wurde, nämlich auf der einen Seite das Foto groß gedruckt, ein herausgenommenes Foto, und auf der anderen Seite der Kontaktbogen, sodass man ganz genau nachverfolgen kann, wie der Fotograf vorgegangen ist, in welcher Situation er war, welche Schüsse daneben liegen und wann er vor lauter Aufregung nicht richtig belichtet hat und was ihm in die Quere kam. Und, das weiß ich ja von dir, die Hoffnung, die nach jedem Schuss aufkeimt, das sei nun ein gutes Bild gewesen. Die hattest du zum Beispiel, wie du mir gesagt hast, bei dem Ali-Bild nicht. Überhaupt nicht. Es war also, erzähl mal, wenn du möchtest. Ja, das ist eine längere Geschichte, die erzähle ich gleich zum Schluss, damit ich... Okay, gut. Nicht mein Schluss. Ich bin Wasser. Okay, gut. Dieses Foto hat doppelten Geburtstag heute. Oh, ja. Es ist 14 Jahre her, auf das Datum genau, fast sogar auf die Uhrzeit, wann es gemacht wurde, wenn man es also rechnet, transatlantische Differenz. Und es hat eine 10-jährige Publikationsgeschichte. Aha. Denn dieses Bild war ja 4 Jahre lang in deinem Karton gewesen, ohne dass du es ausgeholt hattest. Es musste ein anderer kommen aus München, der Bilder gesammelt hat für eine große Ausstellung, eine richtige biografische Ausstellung, die riesig war. Ulrich Pohlmann, der... Genau. Und der war elektrisiert von diesem Bild und hat es auf den Titel des Kataloges getan. Von Stund an war dieses Bild berühmt. Jeden Menschen hat es nicht kalt gelassen, der es gesehen hat. Wir wissen beide, und haben es ja hier zum Teil auch erleben können, dass dieses Bild ganz verschiedene Aufnahmen gefunden hat. In Amerika eine andere Aufnahme als in Europa.
In Europa war es häufig Häme gewesen, die ausgeschüttet wurde über die jungen Leute da, die also anscheinend teilnahmslos die gespenstische Szenerie da hinten betrachten. Und in Amerika war es so, dass die Leute sich verhohnebibbelt vorkamen und beleidigt waren. Jedenfalls die, die auf dem Bild zu sehen waren. Die auf dem Bild waren und auch die ersten Kommentare in den Zeitungen dazu, die waren auch in diesem Thema dann erschienen. So. Dieses Bild hat nicht umsonst diese Größe da. Das ist ein Foto, von dem ich glaube, dass es immer geringere Wirkung entfaltet, je kleiner es wird. Diese Größe, sogar, ich könnte es mir noch größer vorstellen, und wenn ich eine größere Wand zu Hause hätte... Geht nicht, mein Drucker ist nicht groß. Na, du hast ja gesehen, wie groß der Ali zu drucken war. Ja, ja. Bei Kamerawirkung. Das war ja haushoch gewesen. Ist es immer noch da? Hängt noch da. Kann man noch beobachten? Ja, okay. Da hast du ja auch eine Ausstellung, also du bist ja richtig gut. Darf man hier Konkurrenz erwähnen? Das ist alles in Ordnung bei Camera World. Wir sind im Moment eine Muhammad Ali-Ausstellung, die natürlich sehr viel umfangreicher ist. Also wir haben hier nur kleine Aphoristen, aber es sind unterschiedliche Fotografen, die daran teilnehmen. Aber es ist alleine ein Raum mit Arbeiten von Thomas Höpker. Genau. Also falls Lust auf mehr Muhammad Ali und Thomas Höpker besteht, natürlich gerne in die Kantstraße. Es ist fußläufig, also wirklich auch erreichbar. So, dieses Foto hat eigentlich alles, was sowohl ein Pressefoto wie auch ein Bild haben kann, wenn es aus der Aktualität gegriffen ist. Es hat erstens als Vorwand eine Sensation, dann hat es eine absolut perfekte Komposition und es verursacht eine Irritation beim Betrachter. Dieses Bild hat schon verschiedene Reaktionen hervorgerufen, zum Beispiel... Ein Maler hat sich mal an den Computer gesetzt und hat den unteren Teil weggelassen, sodass also die Personen nicht mehr drauf waren und es war nur noch die Szenerie gewesen. Alles blieb erhalten, die Bäume links und rechts, der Boden unten und so weiter, nur der Rauch, der da oben herging. Und es ist in der Tat ein Bild, das man in zwei Hälften sehen kann. Wenn man unten abdeckt, ist es was anderes, als wenn man es oben abdeckt. Jeder mag sich sein eigenes Bild daraus machen. Also, was ein Foto leisten kann, ich sagte es schon, leistet dieses Bild, es wirkt weiter. Sowas muss man können, sowas muss man machen können. Und jemand, der diese Fähigkeit hat, ein solches Bild und auch viele andere, die wir hier sehen, zu machen, den fragt man natürlich neugierig als Person einiges. Wie kamst du zur Fotografie? Das möchten Sie ja viele wissen. Über welche Stationen ging dein Weg? Das ist ja ein krummer Weg und kein gerader gewesen. Wer hat dich zur Fotografie gebracht? Was waren deine ersten Fotos? Wie kamst du überhaupt dazu? Und wie sind deine Stationen dann nicht nur als Student und dann Fotograf, dann warst du Artdirektor, Chefredakteur, Büchermacher bist du heute, bist Magnum-Fotograf, warst sogar mal zeitweise Magnum-Chef gewesen. Du hast eine Lebensreise gemacht von München nach New York. Und da bist du immer noch. Und da bist du hochvergnügt, hast du ein wunderbares Leben da und diese Stadt fasziniert dich. Und wenn man sieht, das erste Bild, das ich erwähnt habe in dem Buch Wanderlust, ist ein Foto einer alten Frau im Schnee. Und das letzte Bild in diesem Buch sind Aufnahmen aus einem Nachtclub in New York, auf dem verrückte Selbstdarsteller sich spreizen. Ja, so. Also, kommen wir nochmal zurück. Wie kamst du zur Fotografie? Jetzt bist du dran. Das muss ich nur sagen. Ja, also ich kann da nicht Kohärentes erzählen, aber ich kann so ein paar Lücken füllen vielleicht. Ja. Wir gehen ganz zurück eigentlich in meine Schulzeiten. Ich war aufgewachsen nach dem Krieg in einem kleinen bayerischen Dorf, wo wir als Münchner evakuiert waren. Im Bayerischen hieß es evakuiert, wir waren die Evakierten und mit denen hat es man es nicht so gerne, weil die Fremde
waren. Aber trotzdem haben wir uns da sehr wohl gefühlt. Zumindest war es da nicht gefährlich. Da fielen keine Bomben auf die Häuser. Und zu meinem wahrscheinlich, ich kann es nicht genau konstruieren, 9., 10. Geburtstag gab mir mein Großvater seine alte Glasplattenkamera. Ein Monstrum mit so einem Balken, den man ausziehen musste. Wenn man fotografieren wollte, musste man hinten die Mattscheibe erstmal abnehmen, nachdem man eingestellt hatte. Und dann musste man eine Kassette rein mit einer Glas, wie nennt sich das, ein Negativ, war kein Film, sondern es war eine Glasplatte, die beschichtet war. Musste man einführen, dann konnte man das schwarze Tuch vom Kopf nehmen und konnte ein Bild machen und das alles wieder rückwärts machen. Also ein bisschen umständlich. Nicht? Na, heute drücke ich hier dreimal drauf und da habe ich drei Bilder und es ist alles sehr viel einfacher. Aber es war eine wunderbare Schule, weil ich auf die Weise gelernt habe, wie das eigentlich funktioniert, wie Fotografie funktioniert. Das ist also nicht eine Sache von Technik, sondern von Gucken und Lernen, Fehler machen und wieder was Neues erfinden. Gut, also da waren wir noch in der Zeit der späten 30er Jahre. Und dann verschlug uns die, weiß nicht was für eine Göttin, nach Stuttgart nach dem Krieg. Mein Vater war Journalist gewesen. Ich ging in Stuttgart auf die Schule und habe da aber auch mit meiner Plattenkamera Fotos gemacht. Und habe dann meine ersten Einkünfte gemacht in der Schule, habe die Lehrer heimlich fotografiert und die Klassenkameraden. Die Lehrer kosteten eine Mark nachher als Abzug und die anderen mit Büttenrand geschnitten, so klein. Also ich war sehr, sehr früh auch am Geld interessiert, dass Fotografie einbringen kann, nicht nur mit den schönen Künsten gewidmet. Dann kam also eine Phase, dass also die Schule war fertig und mein Großvater sagte, du musst aber auch was Richtiges studieren, du musst einen Doktor machen und so. Und da habe ich immer genickt und so. Und dann habe ich schließlich gesagt, Kunstgeschichte ist gar nicht schlecht, das hat auch was mit Bildern zu tun. Und dann habe ich Nolens-Volens 4 Jahre lang studiert, sogar bei einem Professor Sedlmayr in München, ganz berühmt. Ich habe aber nichts davon behalten, weil ich immer unterwegs war und Fotos machen wollte. Also ich habe dann also meinen Großvater sehr enttäuscht, weil ich auf einmal keinen Doktor hatte. Immer noch keinen. Aber das hat mich nicht sehr, sehr geärgert. Es fing also an, dass ich Fotos machen konnte, die Leute interessiert haben. Dann kam sogar, gab damals eine Illustrierte, die hieß die Münchner Illustrierte, und da kam plötzlich ein Mensch zu mir, der Chefredakteur war, und sagte, er hätte das und das Bild gesehen und ob ich nicht für die Münchner Illustrierte arbeiten wollte. Da habe ich gleich sofort gesagt, ja, bekam ein tolles, war ich glaube 500 Euro im Monat oder sowas, Euro gab es nicht, D-Mark. Dann, kaum war ich dabei, ich habe 2 interessante Geschichten gemacht, 2-mal in der DDR gewesen, ganz früh für die Münchner Illustrierte, aber kaum war ich dabei, ging die Zeitschrift ein. Ob ich dann schuld war, weiß ich nicht, aber es war vielleicht mit einfach ein Grund. Aber damals war die Presselandschaft so reich in Deutschland, da kam am nächsten Tag ein Mensch schon aus Hamburg, der für den Springer Verlag arbeitete, und sagte, wir haben da eine Zeitschrift, die heißt Kristall und wollen Sie nicht zu Kristall kommen? Und da habe ich gesagt, ja gerne und so, bin nach umgezogen, es gab gleich ein richtiges Honorar, also nicht ein Honorar, sondern ein Gehalt, ein monatliches Gehalt, also ganz toll. Und habe dann eine ganze Weile für diese interessante 14-täglich erscheinende Zeitschrift gearbeitet und mit dabei auch diese große Reise nach Amerika gemacht. Also das war auch so ganz undenkbar für junge Fotografen heute. Da kam der Chefredakteur in die Konferenz und sagte, ja, wir sollten eigentlich mal was über Amerika machen. Ja.
Was, und dann hat er auf meinen Freund Rolf Winter gedeutet, der ein großer Reporter war, und auf mich, und dann hat er gesagt, wollte er nach Amerika fahren. Und machen wir gerne. Und was soll man da tun? Und sagt, ja, dann nehmt ihr euch ein Auto und fahrt von der einen Küste zur anderen. Und das haben wir gemacht und wir waren ein Vierteljahr unterwegs. Und gab niemand pfiff uns zurück und wir haben fotografiert und beschrieben, was wir konnten. Und haben das dann abgeliefert bei der Kristall. Und es gab auch zu unserem Glück einen wunderbaren Grafiker, Lazzaroni, wie man hört, ein Italiener, der unglaublich guten Blick hatte für Bilder. Und dann hat Kristall das gedruckt über, ich glaube, 5 Ausgaben hinweg. Ja. Und ist eine Geschichte, die bis heute irgendwie hängen bleibt. Und ja, die interessante und kluge Fotosammler wie dieser hier zum Beispiel gemerkt hat, dass das interessant ist, mir diese Bilder abgekauft hat. Kristall hat auch nicht sehr lange gelebt, es wurde dann auch wieder eingestellt, war die Zeit der Nachkriegszeit, wo alle gegen alle kämpften. Aber am nächsten Tag erschien wieder ein Mensch bei mir und sagte, wollen Sie nicht zum Stern kommen? Und den Stern gibt es hier sogar heute noch, ist zwar nur ein Schatten seiner selbst, im Vergleich mit der großen Zeit. Aber dann habe ich also sehr lange, viele Jahre für den Stern gearbeitet. Und habe eigentlich die Welt umreist und das waren die Zeiten, wo wirklich Deutschland hatte einen Hunger, die Welt zu entdecken für seine Leser. Und ich bin dann sehr viel unterwegs gewesen. Es war eigentlich so, dass ich zurückkam nach Hamburg, habe meine Negative ins Labor gegeben. Die wurden entwickelt und auf und ich bin gleichzeitig am nächsten Tag wieder weit gefahren. Und dadurch ist also so ein Volumen von Bildern und Zeiten und nachher später auch Büchern entstanden. Alles auf Kosten anderer Leute. Auch was mir übrig blieb an Geld, war auch nicht schlecht. Also eigentlich, da können junge Fotografen nur träumen heute von solchen Situationen. Denn es gibt also einfach diese Zeitschriften nicht mehr, die solche Möglichkeiten haben, auch so ein großes Publikum haben. Ja, und dann ging es immer weiter und es kam immer, manchmal gab es jemand sogar und sagte, wollen Sie es nicht vielleicht mal in die Wand hängen? Und sagte ich, ja, eigentlich nicht, eigentlich arbeite ich für Zeitschriften, ich bin kein Künstler und kein Kunstfotograf, halte mich heute nach wie vor noch nicht für einen Künstler, aber was immer das ist, weiß ich nicht, wann fängt der Künstler an, wann hört der Journalist auf, also das sind fließende Übergänge. Jedenfalls, ich fotografiere bis heute. Heute früh habe ich wieder ein Bild gemacht. Und es macht mir immer noch Spaß. Und heute ist es halt für junge Leute viel, viel schwieriger. Ich beneide niemanden, der heute auch mit großen Begabungen anfängt zu fotografieren. Es gibt nicht mehr die großen Verlagshäuser, die Bilder benutzen. Aber jeder muss seine Nische finden und es gibt auch heute Nischen natürlich. Ja, das ist also in ganz kurzen Sätzen, sind das so die letzten 60 Jahre. Ich komme nochmal auf einen Punkt zurück, den du zum Schluss erwähnt hast, nämlich auf die jungen Fotografen. Also die jungen Leute, die heute fotografieren. Ein großer Teil deiner Fotografien sind ja auf der Straße aufgenommene, anonyme Menschen. Die jungen Fotografen haben schwer zu kämpfen heute damit, dass sie Personen abbilden dabei, die anschließend sofort zum Rechtsanwalt laufen und sagen, hier, ich will 3.000 oder 300.000 Euro haben, denn ich bin in einer ungünstigen Situation getroffen worden und Fotograf, Zahlmer oder Illustrierte, Zahlmer oder Ausstellungsmacher Zahlmer, weil ich bin diskreditiert als Person. Das zu behaupten, fällt ja relativ leicht. Das heißt, diese sogenannte Street-Fotografie, ja, die ja völlig unschuldig ausgeübt wurde, bis Anwälte das als Einnahmequelle entdeckt haben, das darf man ruhig mal so sagen, und die Leute wild machen auf einen schnellen Gewinn, diese
Diese Situation, die unhaltbar ist, hat also CO jetzt dahin gebracht, einen Musterprozess anzuregen und zu führen. Und wir dürfen alle gespannt sein, ob das zu einem guten Ergebnis für die Juristerei führt oder für die Fotografie. Wenn die Juristen gewinnen, dann kann man sich leicht vorstellen, dass es im Kopf eines jeden Fotografen, dann eines jungen Fotografen oder auch eines älteren, der das bisher betrieben hat, die Schere im Kopf tritt. Also möglichst nur noch Leute von hinten und unkenntlich. Auch der Pudel darf nicht erkannt werden. Der könnte schlecht frisiert sein. Ja, sowas, das ist auch dann wieder furchtbar. Also ich wollte nur mal auf dieses Problem noch hinweisen, weil es ist ein sehr vitales Problem für Fotografen und auch für die Fotografie. So. Komischerweise in den USA ist es ganz anders. Da darf jeder Fotos machen auf der Straße, darf jeder Fotos veröffentlichen und niemand ärgert sich drüber. Das heißt, es gab einen Fall, einen Präzedenzfall, da hat ein Rabbiner hat geklagt, weil er auf der Straße Fifth Avenue oder was fotografiert wurde von einem sehr namhaften Fotografen. Und dann ist dieser Prozess durchgezogen worden und der Rabbiner hat verloren, der Fotograf hat gewonnen. Also die Rechtsprechung in den USA steht auf der Seite, wer sich in die Öffentlichkeit begibt, ist eine öffentliche Figur. Ist Teil der Straße. Und wenn er das nicht gerne hat, soll er dem sagen, mach nicht, dann wird der Fotograf schon aufhören. Ja. Oder er zuckt mit den... Also nun sind die Amerikaner auch anders gelagert. Die freuen sich, wenn sie fotografiert werden. Was manchmal auch lästig sein kann, wenn sie dann grinsen, nämlich in die Kamera und sagen, lachen, hallo und so. Aber das ist mir lieber, als jemand ja, so macht. Ja, das ist völlig recht. Also damit berühren wir ja eigentlich schon wieder ein anderes Thema. Wo ist die Grenze? Die Grenze wird in dem Fall von Juristen gesetzt. In Deutschland, in Amerika nicht. Aber wo ist für dich persönlich die Grenze dessen, was man fotografieren darf? In deiner Vita, in deinem Archiv, sind ja sehr bedeutende Bilder, Schwarz-Weiß-Bilder, die du schon sehr früh gemacht hast. Zum Beispiel warst du in einer Lepra-Kolonie gewesen. Du hast eine Hungerepidemie in Indien fotografiert, mit grandiosen Bildern. Im Krieg warst du nie. Du hast wohl auch sterbende Leute fotografiert. Wo setzt du die Grenze für Fotografie? Ich komme auf diese Frage, weil es gerade eine Aktualität gibt. Nämlich, viele von Ihnen werden das Bild gesehen haben des kleinen toten Jungen, der an den Strand gespült wurde. Einige Zeitungen haben sich geweigert, dieses Bild abzudrucken, weil ihnen in der Diskussion, wahrscheinlich haben die gewonnen in der Redaktionskonferenz, die gesagt haben, nee, sowas machen wir nicht. Wäre das für dich eine Grenze auch gewesen, das A zu fotografieren und B zu publizieren? Du hast ja beide Ebenen. Ja, ich habe leider das Bild nicht im Kopf. Also wie eine Puppe und im Hintergrund ist das Meer und man kann sich wunderbar vorstellen, das Bild besteht ja auch durch die Vorstellung. Das könnte genauso gut eine Puppe sein, ein dreijähriger Junge, der ist ja richtig so mit dem Kopf im Sand, schön bunt angezogen, also auch wieder so ähnlich, die Farbe. Ist gegen die Tatsache, dass der Junge tot ist. Wäre das für dich, wenn du da gewesen wäre, hättest du das auch fotografiert? Ja, natürlich. Fotografiert ist bestimmt, veröffentlicht ist ein anderer Fall, da hat man Zeit nachzudenken. Aber beim Fotografieren erstmal draufdrücken, das Bild haben, dann kann man immer noch sagen, ich ziehe es zurück. Ja, genau. Und dieses Bild hat natürlich überall, wo es veröffentlicht wurde, großes Aufsehen erregt, große Wirkung erzielt, zum Beispiel, wie man hört, in England eine Stimmung gekippt. Und zwar sehr zugunsten der Flüchtlinge, weil auf einmal greifbar war an einem kleinen, schutzbedürftigen Menschen, der aufgrund der Hartherzigkeit oder wie auch immer, der Situation, des Krieges und so weiter, sein Leben da im Wasser lassen musste, regelrecht. Also die Wirkungen, ähnlich wie bei deinem Bild, das ja auch ein sehr großes Nachdenken über Amerika hervorgerufen hat und über dieses 9-11.
Wen hättest du noch gerne fotografiert? Du hast ja viele bedeutende Leute fotografiert. Da hinten gibt es eine ganze Reihe. Ja. Vorne von Tommy Ungerer angefangen bis zu Christo und so weiter. Wen hättest du gerne fotografiert? Ich habe die Frage schon mal jemand gestellt. Ja. Und er hat dann gesagt, Stalin und Mao. Die habe ich leider nicht vor die Linse gekriegt. Ja, also Hitler und Goebbels möchte ich nicht fotografieren. Dafür hast du Pinochet fotografiert. Ja, Pinochet habe ich, ja. Und zwar so, dass die Wahrheit über Pinochet in diesem Bild drin ist. Ja. Das ist ein böses Bild, ein böses politisches Bild. Und du hast auch ein Bild gemacht, was nicht hier ist, was aber in dem Buch Wanderlust auch abgebildet ist. Du warst mal in Persien gewesen. Damals hieß das noch Persien, der Iran wurde dabei. Und hast eine Reise mitgemacht mit dem Schah und seiner ganzen Kamarilla, als der Schah unterwegs war zu einer Landverteilung an besitzlose Bauern. Und diese Bauern haben sich bedankt auf die mittelalterlichste Art, die man denken kann. Ja. Sie sind vor ihm in den Sand gefallen und haben ihm die glatt lackierten schwarzen Schuhe geküsst. Und den Moment hast du erfasst. Das ist ein großartiges Bild. Also, wer Lust hat, schaut sich das im Buch an. Wann war das ungefähr? Dann fällt es leichter, aber es ist nach Jahren geordnet. Mit Zahlen ist es war auch so die 16er Jahre, glaube ich. Oder? Ja. Ja, ja, 16. 68, okay. Irgendwas. Okay. Ja. Okay. Naja, das war eine fantastische Möglichkeit, diesen Potentaten, das wie ein Kaiser den Nimbus eines Kaisers hatte, und die armen Bauern, die ihm wirklich die Füße nicht küssen konnten, weil er Schuhe anhatte, also haben ihm die Schuhe geküsst. Und ich habe mich dann einfach auf den Fußboden gelegt, und zwar draußen, und habe ein Foto gemacht. Aber dann kam sehr schnell von hinten jemand und hat mich hochgezogen und ich habe nur ein Bild machen können. Aber das hatte ich, das mehr will ich ja nicht. Also, ja, das hattest du. Und ich würde es natürlich sofort wieder machen oder versuchen. Nur heute sind die so geschickt, die wissen sowieso, da hinten ist eine Absperrung, da kommen sie gar nicht weiter und so weiter. Ne? Also damals, es war auch leichter an große Persönlichkeiten an. Sie haben sich nicht so geschützt wie heute. Ne? Ja, das stimmt. Ja, heute ist das sehr viel schwieriger. Ja. Aber um von Kriegssituationen und so zu sprechen, ich habe auch in diesen Jahren größere Aktionen vom Stern mitgemacht. Wir waren in Äthiopien zum Beispiel, wo eine ganz große Hungersnot, grauenhafte Hungersnot war. Die Leute starben wie die sprichwörtlichen Fliegen. Also die hatten nichts zu essen. Es hatte 3 Jahre nicht geregnet. Und eines Tages kam der Henry Nann, der Chefredakteur vom Stern, und sagte, da müssen wir hin. Und da hatte er 2 von uns ausgesucht, also ich als Fotograf und mit einem schreibenden Kollegen, sind runtergegangen, sind dann nur 4 Tage geblieben und haben ein bisschen Material eingesammelt, sind sofort nach Hamburg zurückgeflogen und haben gesagt, das reicht nicht, dass wir da nur knipsen und aufschreiben, da muss was passieren. Und dann hat der Stern unglaubliche, uns gleich wieder runtergeschickt, wir sind sehr lang geblieben. Ich habe auch einen Film gedreht in einem kleinen Ort, wo man wirklich den Leuten beim Sterben zugucken konnte, wie sie Kinder, die verhungern, das war harter Tobak. Aber es hat bewirkt, dass der Stern hat die Bundeswehr, Bundesluftwaffe alarmiert, hat große Sammlungen gemacht, hat Ärzte, 4 Ärzte runtergeschickt in das Dorf und Nahrungsmittel und so weiter. Also da ist sehr viel passiert. Das traurige Nachspiel ist, dass wenn das dann mal alles abgelaufen ist, dann geht es weiter, wie es früher war. Also wahrscheinlich 6 Jahre später sah das Ort wieder Hungersnot, wieder Dürre. Dann sah der Ort wahrscheinlich aus wie vorher. Das ist halt das Fotografenschicksal. Er weiß ganz genau, wenn er verschwindet, ist wieder alles so wie vorher. Ja, ja. Ja. Und ob die Situation aber nur die Augen zumachen ist auch kein. Ist auch kein. Ist ganz klar. Ja. Ja, Thomas, da hast du jetzt was gesagt, nämlich du bist ja außerdem auch Filmemacher. Du hast da angefangen, Filme zu machen. Du hast mit Christine Kuchen zusammen. Die heißt anders, ist aber verheiratet natürlich. Ja, genau. Aber als Filmemacherin ist sie unter dem Namen. Ja, ja, so ist es. So.
Hast du auch einen Film gemacht über Guatemala? Ja. Zufälligerweise kenne ich dieses wunderbare Land und kenne auch die Situation da, dass man also ständig das Gefühl hat, man ist Ziel einer verirrten Kugel. Dieser Film wurde ja auch hier schon mal vorgeführt. Hast du mit diesem Film, habt ihr mit diesem Film auch eine solche Wirkung erzielen können? Ich weiß nicht, ob es direkte Wirkung gegeben hat. Ja, das indirekte. Nur einfach, dass die Sachen nicht heißen Sommer da verglühen und die Leute unter die Erde kommen und niemand weiß was. Ja. Also ich glaube, es ist schon richtig, dass man das tut. Ja. Da waren wir nun nach dem Bürgerkrieg, als es einen Waffenstillstand gegeben hatte. Und da wurden also Leute exhumiert und wir waren also dabei, wie diese Gräber, Massengräber geöffnet wurden und wie dann die Familien kamen und versucht haben, aus diesen Knochen und so als sozusagen den Vater wieder zusammenzusetzen. Also auch eine ganz makabre, aber an sich, weil das ja so ein Land der Schönheit ist, die Trachten der Leute, auch die Leichen waren schön angezogen. Ja. Es hatte irgendwie eine Ästhetik, die über das Grauen hinweg half, auch für unser einen, der wirklich nah dran war. Ja. Ja, es ist ein ganz wunderbares Land, voll von Farben, voll von freundlichen Menschen, aber seit 500 Jahren von Gangstern regiert, das muss man so sagen, die unkontrolliert da herrschen und unterdrücken nach ihrer Fasson. Und wenn man dann wieder wegfährt, hat man das intensive Gefühl, dass sich nie was ändern wird. Das ist also so furchtbar. Und das treibt natürlich, da ist der Atlantik dazwischen, das treibt die Leute nicht hierher, aber eine ähnliche Situation haben wir ja in Syrien jetzt zum Beispiel, im Irak, wo die Flüchtlinge vor der Tür stehen, weil sie jede Hoffnung aufgegeben haben. Sie sehen nur noch ihr Heil in der Flucht und ihre Zukunft in Europa. Also ein Lob der, zum Schluss ein Lob der engagierten Fotografie, du hast das gerade so schön ausgedrückt, was ihr da gemacht habt. Mit dem Stern, was auch, jetzt muss man hier erwähnen, auch eine Leistung von Henley Nannen war, dem Chefredakteur, der ein Gefühl dafür hatte, wie man so eine Situation hochziehen kann und Beteiligung erzeugen kann. Und auch ein fantastischer Bildchef, Rolf Gilhausen, der früher Fotograf gewesen war. Also das war ein Team, das es seitdem nicht mehr gegeben hat. Ja. So, Thomas Höpker ist gerne bereit, zu einigen Bildern, wenn Fragen sind, auch noch was zu sagen. Sie können ihm am Revier nehmen und rumschleppen. Ich für meinen Teil sage Kompliment an die Galerie, die eine so schöne Ausstellung gemacht hat und freue mich, dass dieser Anlass uns hier zusammengeführt hat.